Freunde, ich begrüße euch zurück zum Vlog Teil 5 Part 2. Der David war ja vor wenigen Tagen bei mir. Jetzt ist endlich wieder Wochenende. Ich habe mich jetzt dieses Wochenende mit meinem Kumpel Markus Kraus verabredet. Ihr kennt ihn vom Vlog Teil 3, müsste es glaube ich gewesen sein. Da, wo wir letztes Jahr während der Laichzeit oder nach der Laichzeit mit den Big Balls so gut gefangen haben. Jetzt ist es endlich wieder soweit. Wir sind am Start. Ich bin am Start. Der Markus kommt leider erst morgen früh. Er muss noch für seine Jagdprüfung lernen. Alle werden sie Jäger, doch ich bleibe meinen Karpfen treu. Ich bin nach wie vor Karpfenjäger und es ist auch gut so. Ihr seht im Hintergrund, ich habe schon aufgebaut. Die Ruten stehen, das Boot steht mit dabei. Das 210er Boot, das beliebteste aus unserer Schlauchboot-Range. Und natürlich, man sieht der Trolle im Hintergrund, alles musste hergekarrt werden. Aber leider habe ich auch schon einen ganzen Berg voll Müll zusammengesammelt. Absolute Frechheit, dass die Leute sowas liegen lassen. Ich denke, das waren nicht mal Angler, das waren einfach Leute, die den Sommer über hier Spaß gehabt haben. Ich habe ein Schlauchboot in den Müllsack gesteckt, aber kein BR-Schlauchboot, sondern ein Billig-Baumarkt-Schlauchboot. Egal, ich habe mich wieder abreagiert, ich habe den Müll zusammengesammelt. Der ist jetzt hier im Sack mit drin. Jetzt geht es ans Rutenlegen. Ich sehe euch hoffentlich später mit einem Fisch wieder und bis dann. Ja Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Die Nacht war leider ohne Fisch. Es war saumäßig kalt heute Nacht. Der Markus ist jetzt mittlerweile da. Ihr seht im Hintergrund das Zelt. Und er ist auch schon im Wasser und legt jetzt seine zweite Rute. Markus, wie stehen die Prognosen? Gut, gut. Die Prognosen stehen gut. Für alle, die ihn nicht kennen, es wird nicht lange dauern. Für alle, die ihn nicht kennen, es ist der Big Fish Kraus. Das haben wir ja im Vlog Teil 3 schon mal gesagt. Mal schauen, ob er dieses Jahr seinem Namen gerecht wird. Und ich würde jetzt sagen, Markus, Ruten raus. Kaltes Wasser, was immer dabei sein muss. Boilideich. Boilideich, ja. Boilideich, das bringt Fisch, auch bei kalten Temperaturen. Und es ist heute noch echt kalt. Auf geht's! So, der Markus zieht jetzt natürlich noch die Schwimmweste an und ich sprühe jetzt gleich mal ein Käffchen auf. Also, bis gleich! Ja Leute, ich habe gerade in meinen Händen ein Stück Gold. Der Markus hat seine Rute jetzt gelegt und da pfiff meine Rute wie aus dem Nix ab.
Baitmaster hat wieder zugeschlagen mit einem kleinen 14er Bob-Up obendrauf, Sweet Frost Special Edition Bob-Up. Schaut euch diesen schönen Fisch an. Mega. So kann man direkt in die Session starten. Ich bin absolut happy. Und ich bin gespannt, was noch kommen wird. Geil. Der nächste Fisch. Mal schauen, was dran hängt. April, April, er macht was er will. Richtig kalter Ostwind. Scheiß Wetter. Aber die Fische beißen. Ja Leute, das ist jetzt der zweite Fisch, der bei mir ablief. Die Rute lag jetzt 1,5 Tage. Es ist auch nicht verkehrt, wenn die Rute einfach mal ein wenig länger liegt. 24 mm Zuleitungsbait, der Baitmaster hat sich zugeschlagen. Schaut euch diesen Dickfisch an. Und hoch mit ihm. Fisch. So kann es weitergehen. Ja, es ist jetzt der zweite Angelnachmittag. Das Wetter ist richtig beschissen für April, muss man wirklich so sagen. Es könnte viel schöner sein. Aber wir haben, Markus, du hast einen gefangen, zwei verloren. Ja. Ich habe zwei gefangen, keinen verloren. die Fische haben bei mir auf einen einzelnen Two-Light-Hook bei der Baitmaster gebissen, jetzt der letzte. Und der von gestern früh, als der Markus ja gekommen ist, da ging es ja auch wieder heiß her. Alle schnell aufbauen und gerade in dem Moment läuft bei mir die Rute ab. Der hat auf einen 24 mm Baitmaster Beule gebissen mit einem Sweet Frucht Bob-Up. Und bei dir, Markus, du hast zwei auf Ronirik verloren, ne? Einen auf Ronirik. Einen auf Ronirik fangen und einen auf Blattwurm verloren. Einen auf Blattwurm. Aber das waren alles Gubbern, ich lebe im Gubbernloch. Man muss ja auch jetzt dazu sagen, es ist, wie schon gesagt, April und die Zeit für den Fluss dieses Jahr, die war einfach noch nichts. Das Hochwasser draußen, auch bei Schleusenstopp war es eigentlich immer sehr gut, aber gerade bei Schleusenstopp und Hochwasser, das verträgt sich nicht.
haben wir gedacht, wir gehen in den Baggersee, mal schauen, was da so geht. Da kann man einigermaßen angeln und da kann man es auch aushalten. Nichtsdestotrotz, es hat gut gebissen. Für die Wetterverhältnisse kann man sich nicht beschweren. Ne? Definitiv nicht. Ne? Und wir haben noch eine Nacht. Eine Nacht haben wir noch. Abgerechnet wird immer zum Schluss. Morgen Mittag packen wir zusammen. Vom Angeln selber her muss man auch sagen, wir haben nichts angefüttert. Wir haben einfach die Ruten mitten im Schlamm auf 4 Meter und auf 5 Meter abgelegt. Ich habe jetzt auf beiden Tiefen schon gefangen. Ich denke, dass die Fische einfach aktuell noch ziehen und halt auch trotzdem noch sehr träge sind. Und wir füttern auch nicht zu viel pro Rute, maximal 20 Boilies, alle abgezählt. 2-3 kleine Ballen pro Rute noch von Boiledike. Und das war's. Also wir haben da eigentlich keine große Taktik, wir haben auch nichts angefüttert, sondern wirklich instant sind wir hergegangen, haben einfach die Routen auf verschiedenen Tiefen abgelegt. Du liegst, glaube ich, mit einer auf 3,80 und oder 3,90, ne? Die ja, andere auch Meter, auf 5 Meter. Meter und 5 Meter. Und wir haben da wirklich keinen Heckmeck draus gemacht, einfach abgelegt, ein bisschen was drumherum gefüttert und einfach warten, was passiert. Auch jetzt im April kann ich wirklich nur empfehlen, wenn nichts geht, lasst euch nicht hängen, macht euch nicht verrückt, lasst die Ruten einfach liegen, auch wenn sie mal einen Tag oder zwei Tage liegen bleiben. Das ist alles kein Problem, bringt keine Unruhe auf den Platz, lasst die Ruten einfach so liegen und entweder es geht was oder es geht nichts. Verwendet Deich, genau. Gerade jetzt bei der Wassertemperatur, Deich und vielleicht ein bisschen hochwertige Boilies. Also jetzt ist die Zeit, wo man nicht viel füttert. Ihr habt es gehört, 20 Stück, da kann man auch mal ein bisschen hochwertigere Boilies nehmen. Wir haben ja nur hochwertige Boilies im Sattel. Ja, weißt du, was ich damit meine? Ja. Da kann man, das ist die Zeit, da wo sich sowas auszahlt. Die Feedgrade Fischboilies, die ja etwas weniger Extrakte bzw. Feedgrade Fischboilies enthalten keine Extrakte, sind auch nicht ganz so löslich, aber dennoch hochwertig, das darf man nicht vergessen. Die Zeit für Feedgrade Fischboilies und für Feedgrade Bruchboilies kommt dann natürlich wieder, wenn wir im Fluss anfangen und wenn es dann auch wieder etwas mehr sein darf. Aber gerade jetzt, wie der Markus jetzt gemeint hat, mit benutzt hochwertige Köder im Sinne von Baitmaster, Bloodworm Boilies, wo halt wirklich auch die Extrakte mit verarbeitet sind, die halt natürlich auch letzten Endes den Preis des Boilies bestimmen. Hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht. Ich würde sagen, Markus, wir machen jetzt noch ein Käffchen. Genau, machen einen Cut und wir sehen uns mit Sicherheit bis morgen nochmal. Also, bis dann. Schönen guten Morgen. Der Morgen ist alles andere als schön. Es hat die ganze Nacht geregnet. Es hat gestern den halben Nachmittag durchgeregnet. Ihr könnt euch vorstellen, jetzt backen wir noch im Nassen ein, können daheim wieder alles auspacken. Der Trolley steht schon abfahrbereit. Aber wir haben gut gefangen. Es ist Aprilwetter durch und durch. April, April, er macht was er will. Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt an dieser Stelle vom Vlog am Fluss, auch wenn wir nicht am Fluss waren diesmal. Aber beim nächsten Vlog werden wir uns bestimmt wieder am Fluss wiederfinden. In diesem Sinne, ich bin raus, der Markus ist raus, er läuft gerade schon vor. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Und wir sehen uns in Kürze wieder. Bis bald.